Mein Name ist Ramona Stammler. Ich bin bei der Empolis als Channel Marketing Manager unterwegs und ich freue mich besonders, dass wir heute zu unserem Webinar die ISG begrüßen dürfen und Herrn Henkes, der heute gemeinsam mit meinem Kollegen Dieter Deffert und mir das Webinar halten wird. Herr Henkes, vielleicht können Sie gerne ein paar Worte vorab zu sich sagen. Sehr gerne. Ja, ich freue mich heute hier dabei sein zu dürfen. Ja, ich bin als Director bei der ISG angestellt, in der Research Unit, bin Lead für das Thema Digital Transformation im Dachbereich und als Global Lead für die EPL-Studien seit kurzem zuständig. Freue mich heute hier auf das Webinar und hoffentlich kann ich allen Zuhörern hier einen entsprechenden Einblick in den Markt, in die Veränderung geben und aufzeigen, warum es denn solche Plattformpartnerschaften wie am Beispiel Empolis und auch Salesforce heute zu sehen braucht. Ja, vielen Dank. Dieter, vielleicht, wenn du auch noch ein paar Worte zu dir sa sagst. Sehr gerne. Herr Henkes hat es eigentlich schon vorweggenommen. Plattformpartnerschaften ist eigentlich genau mein Thema. Ich verantworte bei der Empolis den Bereich Channel Business. Das geht insbesondere um unsere Partner und an der Stelle natürlich auch darum, dass wir eine strategische Partnerschaft mit der Salesforce haben, wo wir unsere Apps, die wir als SaaS-Lösung verkaufen und vertreiben und betreiben, auch unter Salesforce in der Service Cloud zur Verfügung stellen. Ja, wunderbar. Das wird jetzt sicherlich ja ein sehr spannendes Webinar und ich würde Sie bitten, Herr Henkes, ja, dass Sie starten. Sehr gerne. Also, da starte ich mit meinem Part. Das Thema integrierte Cloud-Automation. Intelligente Systeme kennen den Kontext. Sozusagen, das ist der provokante Titel, mit dem ich gerne starten möchte. Worum soll es gehen? Die Digital Roadmap, Market Trends. Was passiert da gerade draußen? Was gibt es für Herausforderungen dementsprechend? Ganz besonders in Bezug auf Service-Integration und Management. Dann das Thema Cloud Computing. Allen voran ist nach wie vor ganz, ganz wichtig und aus unserer Sicht Fundament für die interne und externe Zusammenarbeit. Das heißt, ohne Cloud geht nichts. Kann ich von vorne wegnehmen. Und auch ohne Cloud werden die Systeme wenig intelligent. Und dann am Ende, last but not least, ganz wichtig, möchte ich ein paar Szenarien analytischer Automation aufzeigen und auch aufzeigen, wie bedeutend es ist, dass Kunden und vor allen Dingen auch Rollen im Mittelpunkt stehen. Ja, dann geht es auch direkt weiter. Es geht nur gerade nicht weiter. Einen Moment. So, jetzt geht's los. Tastatur funktioniert dann doch noch ganz gut. Also die Digital Roadmap. Wir sehen aktuell 5 Megatrends, die den Markt absolut prägen. Das, was daraus resultiert, ist das Wachstum, das exponentiell sozusagen unsere aktuelle Veränderung zu uns trägt. Und das geht ganz besonders rasant. Allen, denen es in den letzten Jahren schon zu schnell ging, was da draußen passiert ist, die müssen sich wirklich ja, warm anziehen, weil das, was da passiert jetzt aktuell, weil viele Trends aufeinander spielen, ist erstaunlich. Also wir glauben, dass 50 bis 70% der Workloads, das heißt Prozesse, Applikationen in den Unternehmen as a Service ablaufen werden, dass 20 bis 40% der Arbeitskräfte durch Automatisierung ersetzt werden. Da rede ich jetzt noch nicht von künstlicher Intelligenz, die sicherlich lang noch nicht da ist, wo sie mal sein kann in vielen Jahren, sondern von der reinen Automatisierung von bestehenden, bekannten Prozessen, gut dokumentierten Prozessen, wiederholbaren Abläufen. Dann das Thema Agile Enterprise, wo wir sagen, dass das zum dominierende Betriebsmodell tatsächlich für das Unternehmen wird. Das heißt, ich muss schauen, wo kann ich tatsächlich die Agilität reinbringen, moderne Projektmanagementmethoden, à la Scrum beispielsweise mit reinbringen. Immer schön schauen, dass ich letztlich den Product Owner, wie es so schön heißt, in den Mittelpunkt stelle, mich häufig mit dem synchronisiere und kann direkt auch immer wieder die Brücke schlagen. Denn der Product Owner letztlich in dem Unternehmen muss ich immer wieder mit dem Kunden auch synchronisieren. Was will denn der Kunde eigentlich draußen? Und letztlich muss ich als interne IT-Abteilung vielleicht auch immer mehr
Kontakt draußen zu dem Kunden suchen und mich da als Enabler aufstellen. Aber dazu später auch noch ein bisschen mehr. Digital wird zum Kerngeschäft. Das heißt, die IT muss zur Business-IT werden und ganz stark dabei helfen, auch die Umsatzerlöse in das Unternehmen einzutragen. IT ist Produktionsfaktor. Alle Unternehmen, die das wirklich verinnerlichen, verstehen und schauen, an welchen Stellen, ich würde es mal von der Seite betrachten, denn die Prozesse im Unternehmen noch wenig durch IT durchdrungen sind. Genau die Prozesse sollte man auf den Prüfstand stellen und schauen, was man da an IT dazugeben kann, um Effizienz reinzubringen, um Automation reinzubringen und letztlich Kosten zu sparen in der Erstellung oder letztlich auch Daten zu nutzen, um in ganz neue Geschäftsmodelle einzutreten. Das ist auch ein ganz großes Thema. Und last but not least hier das Thema IoT, Internet of Things, wo wir glauben, dass dieses Thema auch wirklich den Markt ganz nachhaltig prägt, weil alles und jeder miteinander vernetzt wird, alles miteinander interagiert und tatsächlich auch die Unternehmens-IT vor große Herausforderungen stellt. Ja, das alles sozusagen muss umrandet sein von einer entsprechenden Security. Wir wissen alle, da gibt es jetzt eine neue Verordnung, GDPR, die im Mai auch in Kraft tritt, um letztlich auch Kundendaten verstärkt zu schützen, weil viele Unternehmen natürlich mit Daten viel zu hemdsärmlich umgehen beispielsweise oder sich selbst nicht genug auf den Prüfstand stellen, um zu schauen, wie hackbar man als Unternehmen denn tatsächlich ist. Also da muss viel mehr Engagement auch drauf gesetzt werden. Und das wird jetzt sozusagen per Recht auch auf der europäischen Ebene durchgesetzt. Wie erreicht man das Smart Information Management? Also vor dem Hintergrund des Drucks hinsichtlich Zeit, Komplexität und auch der erhöhten Kundenawareness, sage ich jetzt mal, hinsichtlich des Wertes, was man für Geld bekommt, der Transparenz, die am Markt draußen herrscht inzwischen, nicht zuletzt über Apps, die durch Location-Based Services beispielsweise enabled werden und jedem Kunden eins zu eins an Ort und Stelle vielleicht je nach Wunsch und den Cookies, die man hinterlassen hat, das präsentiert, was da zu sehen ist, desto mehr muss man sich als Unternehmen auch überlegen, mit welchen Methoden gehe ich daran, also mit Digital Cloud, mit agilen Projektmanagement-Methoden beispielsweise, Organizational Change Management und natürlich dieser integrierten Automation, auf der ich noch ein bisschen rumreiten werde hier in dem Webinar. Und das alles sozusagen zahlt natürlich auf das Konto One Knowledge Base ein. Das heißt, ich habe eine Datenbank, um den Kunden zu adressieren. Das funktioniert nur, wenn ich sage, okay, Daten sind letztlich Wissen und es geht um meine eigenen sozusagen Kapazitäten, um Services, um Technologien, die ich nutze oder bereitstelle, um meine Präsenz im Markt in puncto Service und Support beispielsweise, die Touchpoints zu den Kunden, die ich habe, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung. Das heißt, Skill Management ist dann ein Riesenthema. Und wenn ich diese Disziplinen verinnerliche, dann sozusagen komme ich relativ schnell zu dem Thema Content Management. Was hat sich da getan? Sehr, sehr viel. Auch Digital Signage, was damit mit reinspielt. Und das Thema Knowledge Management. Das heißt, wie gehe ich mit Wissen um, mit Daten sozusagen, um Wissen überhaupt zu generieren, um letztlich meine Kunden zielgerichtet anzusprechen. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und wenn ich nicht darauf setze, eine sozusagen Datenquelle und Datenbank irgendwo zu haben, eine Knowledge Base, eine Wissensdatenbank, dann gehen mir ganz, ganz viele Optionen tatsächlich abhanden. Die Herausforderungen sind natürlich vielfältig in diesem Umfeld, also gerade in Bezug auf Service Integration and Management. Wir haben in Kürze, das möchte ich hier mal aufzeigen, also worum geht es? Es gibt einen gewissen Demand von den Business Units, also die Geschäftseinheiten, die gewisse Besucher an die IT beispielsweise herantragen. Und genauso gibt es natürlich auch Service Provider draußen, die die Lösungen bereitstellen, vollkommen klar. Gibt es ganz viele Provider, mit denen Unternehmen zusammenarbeiten. Also größere mittelständische Unternehmen bringen das teilweise auf 100 bis 500 Partner, mit denen sie da zusammenarbeiten müssen. Und das muss natürlich alles managed und orchestriert werden. Das heißt, hier gibt es das Thema Capacity und Capability. Das heißt, was können denn die Provider eigentlich? Was für eine Kapazität haben die? Das muss ich matchen. Letztlich auf meinen eigenen Produktkatalog, auf meine Service-Level-Agreements, die ich habe, um zu wissen, in welcher Form die Produkte und Services an den Markt getragen werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, da muss ich entsprechend integrieren, die Services, die von draußen kommen, mit sozusagen dem Demand nach
Service 1 bis X, wenn man so möchte, der eigenen Geschäftsabteilung. Das muss aggregiert werden. Das heißt, der Einkauf ist mit eingebunden und ich muss das Ganze in einem natürlich permanenten Fluss tun und unter externen Einflussfaktoren wie neuen Technologien, die auf den Markt kommen beispielsweise oder dass auch mal irgendwas schief laufen kann. Das heißt, ich brauche Fallback-Systeme dahinter. Ich muss das unter Security-Compliance-Richtlinien überwachen oder letztlich gerade auch in Deutschland verschiedenen Regularien entsprechend aufbereiten. Das heißt, hier habe ich eine Riesen-Challenge, dieses Thema aufzubereiten und deswegen passt das hier auch ganz gut in das Webinar, das Thema, was ich hier vortrage, weil natürlich Empolis sich hier, ich sag mal, als Integrationsspezialist und vor allem auch Datenspezialist, Analytics-Spezialist sehr gut in diese Plattform von der Salesforce auch einbettet, als Partner sozusagen, um Kunden hier wirklich den verschärften Blick auf das Wesentliche am Ende des Tages auch zu erleichtern. Damit das funktioniert, muss man natürlich aus der Komfortzone raus. Das ist ganz, ganz wichtig. Das möchte ich allen mitgeben hier. Es gibt das Thema Kampf oder Flucht, aber die Anpassungsfähigkeit macht aus unserer Sicht hier den Unterschied. Das heißt, auf der linken Achse, auf der Y-Achse sieht man die Komfortzone, die ist oben ziemlich hoch. Das heißt, da verharre ich da, wo ich mich auskenne, bleib bei den bestehenden Prozessen. Bin ziemlich riskavers an der Stelle. Und rechts unten ist das Gegenteil davon. Da bin ich vielleicht nicht zwangsweise im digitalen Geschäftsmodell unterwegs, aber es hängt halt ziemlich eng beisammen, weil genau die Startups und die Kultur, die man an der Stelle findet, mit einer hohen Geschwindigkeit genau da vorzufinden sind, die haben eine relativ geringe Komfortzone, für die ist fast alles neu. Natürlich kann ein bestehendes Unternehmen genau da in der Form nicht wie ein Startup agieren, das ist vollkommen klar. Man muss aber als Unternehmen, was etabliert ist, mit Geschäftsprozessen, vielen Geschäftseinheiten letztlich auch, einer komplexen Matrix-Organisation schauen, wo schneide ich mir ein Stückchen davon ab, wie integriere ich es ins Unternehmen, wie schule ich meine Mitarbeiter, dass sie wissen, was ist denn der Mehrwert der Veränderung eigentlich? Das ist natürlich ganz, ganz entscheidend, weil ich muss allen klar machen, dass das Stündlein geschlagen hat, und ich auf das Thema Operational Excellence beispielsweise setzen muss. Ich muss mir überlegen, wie ich Geschäfts- und IT-Abteilung integriere, verzahne beispielsweise, wie ich Anomalien im Markt plötzlich aufwendig mache, um einfach auch sicherzustellen, dass mich Mitbewerber nicht links und rechts überholen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und in dem Thema sind tatsächlich auch viele von dem Thema Cloud Computing überholt worden. Also viele Outsourcing-Provider haben große Schwierigkeiten aktuell, Managed Service Provider, weil die Public Cloud, also Cloud ist das Fundament aus unserer Sicht, die Public Cloud tatsächlich sehr viel verändert hat. Nicht nur der Kostenaspekt, der da eine große Rolle spielt, weil es oftmals tatsächlich günstiger ist als das traditionelle Hosting. Man zahlt oftmals nur das, was man tatsächlich nutzt, wobei da auch natürlich gewisse Tücken dabei sind, gerade wenn es darum geht, auch Daten wieder rauszuziehen aus so einer Cloud. Nichtsdestotrotz, der Mehrwert, der kann natürlich nicht immer auch monetär bewertet werden, den eine Public Cloud mit sich bringt. Die bringt auf jeden Fall immer eine Standardisierung mit und den Zugriff auf ein, ich sag mal, per se eigentlich digitales Ökosystem. Auf Basis von den Standards können Lösungen relativ einfach integriert werden. Was wir hier sehen, und das ist das Spannende eigentlich, nicht nur die Prognose, dass wir glauben, dass jetzt in 2-3 Jahren mindestens 30, weltweit wahrscheinlich 50-60% der Workloads in einer Public Cloud liegen, sondern dass immer mehr der Kernapplikationen, also der Systems auf Record, wenn man so möchte, das sind ja die im inneren Kreis hier liegen, da wo es blau wird, die vormals vielleicht noch nicht mal virtualisiert waren und dann in eine Private Cloud verschoben wurden, dass die immer mehr nach rechts wandern, tatsächlich um nicht nur in eine Public Cloud zu kommen, sondern das Ziel daran ist ja, sag ich mal, den Standard so zu erhöhen und die Erreichbarkeit des Services letztlich, dass andere Partner, die ich in meiner Wertschöpfungskette, die immer mehr zum Zyklus wird, wo alle miteinander in Verbindung stehen, dass die miteinander kollaborieren können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das sieht man hier. Und an dem Beispiel der Logistik hier könnte man auch noch zeigen, dass natürlich eine Hybrid-Multi-Cloud ganz, ganz entscheidend ist. Mal drei
Platzhirsche hiermit aufgezeigt, Richtung Salesforce, Microsoft Azure und AWS beispielsweise. Also es geht darum, dass das Thema IoT in Verbindung mit Analytics, der Absicherung, also Cybersecurity und natürlich Cloud dazu führt, dass alle miteinander in Verbindung stehenden Parteien, das heißt auch LKWs, die Sensoren dabei haben und melden können, dass ein Stau da ist oder die Route entsprechend verändert wird, weil die Wetterprognose sich verändert hat. All das sozusagen in Verbindung steht und diese integrierte Automation letztlich möglich macht. Also der Trend, viele dieser neuen Möglichkeiten in Kombination gerade, macht es aus, dass tatsächlich diese Automation, die intelligente Automation, integrierte Automation, Rollen und Kunden in den Mittelpunkt stellen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das funktioniert nur, wenn man sagt, okay, man sagt, soweit, ich gehe auf ein datengetriebenes Entscheidungsmodell beispielsweise. Ich versuche tatsächlich mal zu schauen, wie viel Wissen habe ich in den Köpfen meiner Mitarbeiter? Wie gut sind die Prozesse dokumentiert? Und fange ganz hinten an. Das sehen wir jetzt hier an dem Bild. Das Backoffice beispielsweise. Also in den drei Kategorien hier dargestellt. Backoffice, Middle Office und Front Office, an denen ich zeigen will, dass eigentlich die Unternehmen tatsächlich reif für die Automation oder die intelligente Automation sind. Und in puncto RPA, also Robotic Process Automation, geht es darum, tatsächlich zu schauen, und da gibt es viele probate Lösungen inzwischen, die Unternehmen teilweise bis zu 40% der Kosten abnehmen können, die durch händische Arbeit entstehen in gewissen Prozessen. Diese Prozesse, die gut dokumentiert sind, nach Schema F abzuarbeiten. Da steckt dann in der Regel wenig Intelligenz drin. Da geht es, wie gesagt, nach Schema F. Da werden keine Muster etc. erkannt, wie das im Thema Pattern Recognition vielleicht der Fall ist. Aber zuvor noch ganz wichtig, das Thema Data Extraction und Summary. Das heißt, ich muss ganz stark darauf setzen, alle Daten, die ich tatsächlich sammle, nicht nur entsprechend zu sichern oder gegebenenfalls auch zu löschen nach neuester Datenschutzverordnung, sondern die vor allen Dingen nutzbar zu machen und integrierbar zu machen, also eine Wissensdatenbank sozusagen im Unternehmen aufzubauen und daraus auch Ableitungen zu ziehen für mein Geschäft. Das muss ich natürlich auch erstmal in die Köpfe der Mitarbeiter reinbringen, dass man sich auf solche Systeme inzwischen auch in Teilen verlassen kann. Ich habe extra in Teilen, weil man muss natürlich alles, was aus solchen Systemen rauskommt, auch als aus der menschlichen Perspektive noch hinterfragen. Das kann man nicht immer blind einfach einkaufen und draufsetzen. Man muss tatsächlich schon als Mensch noch dahinter stehen. Aber um noch einen Schritt weiter zu gehen, gibt das Thema Natural Language Generation oder Processing, wo auch in Echtzeit plötzlich Menschen aus China mit Leuten aus Deutschland beispielsweise kollaborieren können. Das ist ja früher unmöglich gewesen. Oder mit der Smartphone-Kamera tatsächlich mit der intelligenten Software darüber relativ viel über angeschlossene Datenbanken, wenn Echtzeitdatenbanken, tatsächlich ausgewertet werden kann, Rückschlüsse geführt werden kann, Rückschlüsse gezogen werden können, Entschuldigung. Und das ist auch die Basis für das Thema Augmented Reality beispielsweise oder gar das Thema Cognitive Reasoning, wobei wir beim Thema Cognitive natürlich ganz stark noch in der Forschung drin stecken. Wenngleich ganz rechts, im Front Office, das heißt da, wo man den Kundenkontakt tritt, auch das Thema Virtual Assistants und Chatbots ein großes Thema ist aktuell. Es gibt viele Plattformen zum Entwickeln von Chatbots. Es gibt auch schon standardisierte Chatbots. Das sind letztlich Lösungen, die ehemalige Kundensupport-Lösungen, die man am Telefon kannte, wo einem eine Stimme vorgesprochen hat, drücken Sie eins, wenn Sie dieses wollen, drücken Sie zwei, wenn Sie jenes wollen. Das ist letztlich die Weiterentwicklung davon, um auch viele Dinge schon vorzuqualifizieren anhand von Standards. Das ist ganz wichtig, die Problemlösung hier im Vorfeld zu optimieren, weil da liegt ein riesen Optimierungsbedarf bei den meisten Unternehmen, gerade jetzt hier auch im Thema Service und Support. Die Spezialisten, die teuren Spezialisten erst zum Einsatz kommen zu lassen, wenn das System so weit vorqualifiziert hat, dass es einfach dann nicht weitergeht, ohne das menschliche Zutun. Und ja, die beiden Kandidaten, die hier zusammenspielen für dieses Webinar, wo ich
letztlich versuchen so ein bisschen den Big Picture zu spannen, sind Empolis und Salesforce. Die haben wir auch beide als unabhängiger Advisor für den deutschen Markt bewertet. Deswegen konnte ich es mir auch nicht nehmen lassen, diese zwei Quadranten mal zu zeigen. Einmal aus der Thema, aus der Cloud-Studie rechts, Salesforce, na klar, CRM as a Service, Pionier mit einem riesen Ökosystem dran, einer attraktiven Plattform zur Entwicklung, von Apps beispielsweise. Also im Thema Mobility arbeitet man auch gerne mit Salesforce zusammen. Und links auch Empolis, sieht man, da geht auch von der Portfolio-Attraktivität, ist ein bisschen klein, mich zu entschuldigen, nicht viel über eine Empolis, um nicht zu sagen, hier in dem Quadrant für Semantik, Data Management überhaupt gar nichts. Und da sieht man, dass gerade Empolis wirklich sehr gut darüber Bescheid weiß, wie man Daten so zusammenmischt, abspeichert, dass sozusagen der Blick aufs Wesentliche sozusagen und vor allen Dingen kontextspezifisch möglich wird. Das ist eigentlich das, was die Entscheidung am Ende des Tages bringt. Und der Kontext entscheidet dann auch, wenn ich meine Systeme so aufeinander abgestimmt habe und meinen Partnern draußen in Kontakt stehe, dass ich den Kunden entsprechend draußen ja vielleicht sogar 1:1 ansprechen kann. Also ich kann konkret sagen, Herr Müller möchte jetzt dies oder jenes oder dem Herrn Müller sogar, deswegen müsste man den Fall eigentlich umdrehen, die Chance gebe, 1:1 bis in sozusagen den Kern meiner Unternehmung so zu interagieren, dass da die Möglichkeit besteht, beispielsweise Produkte stark zu customizen oder tatsächlich die Produktion in Echtzeit zu verändern. Wichtig ist aber, dass all diese Scheiben, die ich jetzt hier versuche auszurollen, im Zwiebelmodell miteinander in Verbindung stehen müssen, nicht nur über, sag ich mal, die entsprechende kulturelle Zusammenarbeit, die Mentalität, sondern natürlich auch systemseitig muss ich zusehen, dass die Prozesse, die Plattformen Cloud oder Non-Cloud auf einem Level sind, dass die Insights in der Mitte, sag ich mal, das Business enablen, Customer Analytics eingezogen werden, Product Analytics, also eine produktentwicklungsorientierte IT muss ich im Unternehmen hier platzieren und ich muss draußen die entsprechenden Access-Channels letztlich so positionieren, dass der Kunde hier voll integriert ist ins Unternehmen. Und das schaffe ich nur auf Basis von intelligenter Cloud-Automation. Ja, ich gucke jetzt auf die Uhr, 14.23 Uhr. Ich glaube, ich liege ganz gut in der Zeit. Das wäre es von meiner Seite jetzt hier gewesen. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ich glaube, das war wirklich eine sehr interessante Hinführung auch zu den Themen, mit denen wir uns hier bei der Empolis beschäftigen. Und ja, ich würde da eigentlich jetzt auch direkt gerne einsteigen, gerade in den Bereich Datenmanagement und was steckt eigentlich dahinter und wie findet sich auch das Thema des Smart Information Managements wieder in unserem Produktportfolio. Ich habe Ihnen mal eine Folie mitgebracht, die erstmal Sie so ein bisschen abholen soll zu diesem Thema. Ich denke, viele von Ihnen kennen, dass es entstehen Unmengen von Informationen, von Daten in Ihren Unternehmen. Diese Daten werden ja gesammelt, die werden verdichtet, die werden auch analysiert. Und das ist eigentlich das, was wir hier bei der Empolis klassisch als Content Management bezeichnen. Na, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und uns eben diese Datenmengen und diese Informationsmengen anschauen und uns überlegen, naja, wie können wir die eben auch intelligent nutzen für unsere Entscheidung, dann sprechen wir eigentlich im nächsten Schritt von dem sogenannten Wissensmanagement. Also es geht nun wirklich darum, über semantische Verfahren das vorhandene Wissen und die vorhandenen Informationen nutzbar zu machen. Beispielsweise durch Verfahren wie Textmining. Also ich denke, viele von Ihnen kennen das, wenn man wirklich den Textmarker ansetzt, die wichtigsten Informationen im Dokument sich markiert und dann eben auch weiß, auf was es denn dabei letztendlich auch ankommt. Und wenn wir uns diese Kombination anschauen, also wirklich Content Management und eben auch Wissensmanagement, dann sprechen wir bei der Empolis von Smart Information Management. Ein sehr wichtiger Bereich, den wir eben auch in unserem Produktportfolio wiederfinden. Und es ist eben auch das, was wir unseren Kunden draußen eben auch anbieten mit unseren Lösungen. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht von einer Dame in einem Callcenter. Die klassisch beispielsweise Kundenanrufe erledigt. Also wenn sich Kunden melden, wenn Probleme auftreten, ist sie eigentlich der richtige Ansprechpartner. Und wir bieten ja mit unserer Lösung Service Express for Salesforce eine Direktintegration in die Service Cloud von Salesforce an.
Und ja, das Charmante an der Service Cloud ist eigentlich, dass sie schon ja, die verschiedenen Systeme, die beispielsweise in Serviceorganisationen genutzt werden, vereint. Also sie löst beispielsweise Datensilos auf. Die Dame im Callcenter hat wirklich eine zentrale Wissensplattform, auf die sie zurückgreifen kann, um beispielsweise Probleme zu lösen. Dennoch ist es aber so, dass ja, die Herausforderungen für die Kollegen in sogenannten Serviceorganisationen dennoch sehr vielfältig sind. Es herrscht ein enormer Kostendruck. Die Anfragen werden immer komplexer, dadurch, dass auch die Produkte komplexer werden. Die Ansprechpartner in den Callcentern müssen mit immer mehr Produkten zurechtkommen. Sie müssen immer schwierigere Fragen beantworten bei einer steigenden Komplexität. Und ja, wir haben uns mal so ein bisschen angeguckt, was unsere Erfahrung gezeigt hat und uns auch mal so ein bisschen die Kostenstruktur angeschaut. Also wo liegen eigentlich die größten Kosten, wenn wir in eine Serviceorganisation reinschauen? Und da ist uns sehr oft aufgefallen, dass eigentlich die meiste Zeit darauf zu verwenden ist, überhaupt einmal das Problem zu diagnostizieren, so rauszufinden, naja, was für ein Problem hat er eigentlich, der mich da jetzt anruft? Was ist die richtige Lösung, um dem Kunden am Telefon überhaupt helfen zu können? Und das ist doch schon ein enormer Zeitaufwand. 80% der Zeit gehen eigentlich allein auf das Thema der Problemdiagnose. Die Lösung selbst und dem Kunden dann eben auch das Ergebnis zu präsentieren, das sind meistens nur 20%. Und wir versuchen eben mit unserer Lösung, also mit unserer Direktintegration in die Service Cloud, diese 80% der Problemdiagnose zu reduzieren. Und wenn wir jetzt auch nochmal weitergehen und nicht nur uns den Kollegen anschauen, der jetzt eben im Unternehmen ist, sondern vielleicht auch der Kollege, der draußen ist beim Kunden, also sogenannten Feldtechniker, dann geht es dem eigentlich ähnlich. Ich denke, der ein oder andere von Ihnen kennt es vielleicht noch. Es gibt, ja, früher war das oft so gewesen oder zum Teil auch noch heute, dass der Feldtechniker rausfährt. Der hat ja eine große Anzahl von Benutzerhandbüchern, von Anleitungen, Manuals dabei, um ja eben dem Kunden draußen an seiner Maschine dann eben helfen zu können. Und uns ist auch aufgefallen, dass viele Unternehmen denken, wenn sie diese Informationen digitalisieren, also beispielsweise in Form von PDFs oder Word-Dokumenten zur Verfügung stellen, wären sie schon eigentlich im digitalen Zeitalter angekommen, hätten auch das Problem mit ja, dieser Problemdiagnose zum Teil schon gelöst. Leider ist dem nicht so. Also es ist doch sehr, sehr auffallend, wie viel Zeit dennoch notwendig ist, um auch eben diese PDF-Dokumente zu durchforsten und die richtige Information zur Verfügung gestellt zu bekommen. Und was auch das Bild ganz gut zeigt, was auch oft das Problem ist, ist, dass die ja, dass eben Feldtechniker gar nicht interagieren kann, teilweise mit der Maschine, weil er die Informationen gar nicht auf dem Tablet dann angezeigt bekommt, die eben notwendig sind, um eben ein Problem lösen zu können. Das heißt, was Ramona gerade dargestellt hat, wenn ich jetzt an der Stelle weitermachen darf, es geht letztendlich, und das hat Herr Henkes auch so schön gesagt, bei der Automation ist etwas ganz wichtig und das nennt man Kontext. Und an dieser Stelle ist unser Bestreben letztendlich genau aus diesem Kontext heraus, also die richtige Serviceinformation in dem richtigen Kontext zur richtigen Zeit bei der richtigen Person auf jeglichem Device zur Verfügung zu stellen. Also sprich alles Wissen, alle Informationsquellen, die ich habe, die ich zur Verfügung habe, dafür zu verwenden. Und die Frage ist jetzt, wenn man sich gerade die Welt von Salesforce und von der Service Cloud anschaut, warum ist das eigentlich so schwierig und warum geht denn das heute nicht so optimal? Wir haben doch eigentlich alles dafür. Und wir würden das ganz gerne aus Sicht des Users uns mal ein bisschen genauer anschauen, nämlich was macht eigentlich jemand im Service? Egal, ob es die nette Dame im Callcenter ist oder der Herr draußen an der Maschine, der wesentliche Teil ihrer täglichen Aufgaben sind eigentlich so Dinge, die man eigentlich so als Common Task bezeichnen könnte. Also immer wiederkehrende Abläufe, wenn ich einigermaßen eingearbeitet bin, dann muss ich gar nicht großartig drüber nachdenken, dann kann ich die eigentlich erledigen. Das ist sicherlich mehr als die Hälfte, sind durchschnittliche Zahlen, die wir anhand von Kunden ermittelt haben. Dieser graue Teil dieses Kuchendiagramms, und das ist eigentlich der viel spannendere, sind so diese Aufgaben, die ja schon mal in der Vergangenheit aufgetaucht sind, diese Probleme, aber dann eine längere Zeit wieder nicht. Das heißt, hier muss ich ganz klar, wenn ich als Mensch an so ein Problem drangehe, ich muss mich erinnern, ich muss irgendwo in meinen Schubladen nachforschen, wo ist denn bitte schön die Lösung des Problems, was ich irgendwie vor 3, 4 Wochen schon mal hatte. Da war doch schon mal was.
Und relativ kleiner Teil sind wirklich diese neuen Aufgaben. Das heißt, ich stehe vor einem Problem und da gibt es noch keine Lösung dafür oder ich kenne sie nicht. Das heißt, ich muss irgendwie anfangen, mir das zu erarbeiten und zu lernen. Und wenn man sich dann anschaut, die Zeit, die ich benötige, um diese Probleme zu lösen und mit welchen Methoden ich das mache, also bei den allgemeinen Tasks brauche ich eigentlich nur so eine Art Anleitung, so vielleicht sogar nur eine Checkliste, anhand derer ich Schritt für Schritt meine Aufgaben abarbeiten kann. Hier bei den grauen, bei den eher selten sporadisch auftauchenden Problemen, da muss ich mich irgendwie dran erinnern. Und Sie sehen, der größte Teil geht sicherlich dafür dann an Zeit, wird dafür verwendet, um zu erforschen, was muss ich denn bei diesen neuen Aufgaben, bei diesen neuen Themen, wo muss ich suchen, wo muss ich die Informationen herbekommen, wie muss ich das Ganze diagnostizieren, um tatsächlich zu einer Lösung zu kommen. Und wenn wir uns jetzt die Situation anschauen im Callcenter oder auch vor Ort an der Maschine, dann wollen wir ja eigentlich gar nicht, dass derjenige, der jetzt gerade vor diesem Problem steht, tatsächlich mit all diesen drei unterschiedlichen Dingen konfrontiert wird. Denn es sind eigentlich auch unterschiedliche Qualifikationen, die letztendlich dafür benötigt werden. Das heißt, man sieht hier schon sofort, diese neuen Aufgaben, die gehören eigentlich in die Entwicklung oder in den Third-Level-Support, weil die in der Regel der First-Level ja gar nicht lösen kann. Das heißt, er muss suchen. Andererseits möchte ich ihn auch damit gar nicht beschäftigen, dass er diese Aufgaben löst oder diese Probleme löst, denn er muss ja sehen, dass er möglichst viele Kunden letztendlich bedienen kann und deren Probleme aufnehmen. Das heißt, er wird das in der Regel relativ früh in den Second Level eskalieren und der dann an den Third Level, wenn er da an der Stelle nicht weiterkommt. Und viele Systeme, und da würden wir auch Salesforce dazu zählen, behandeln das zunächst einmal nach den gleichen Schemata, nach den gleichen Verfahren. Das heißt, man schaut sich irgendwie so den Mittelweg an, man baut sich daraus eine Knowledge Base aus. Sie kennen das, Salesforce Knowledge gibt es ja auch. Man unterstützt das mit einer Komponente, die strukturierte Abläufe abbilden kann. Das ist im Salesforce zum Beispiel das Thema Flow. Und anschließend nimmt man vielleicht noch eine Analytik wie Einstein her, um sich genau diesen Themen zu widmen. Und was wir bei Empolis getan haben, ist letztendlich genau diese drei Verfahren auf der einen Seite miteinander zu kombinieren und gleichzeitig aber auch einen Prozess zu unterstützen, der es fördert, letztendlich möglichst viele dieser Aufgaben hier letztendlich hin zum First Level oder der Herr Henkes hat es auch schon gesagt, es geht dann Richtung Chatbots, also auch Self-Service, möglichst vielleicht sogar schon zum Endkunden zu bringen, dass der selber helfen kann. Und genau das läuft letztendlich unsere Lösung an der Stelle aus. Herr Deffert, eine Frage dazu, ganz Ja, kurz. gerne. Ist es nicht vielleicht auch so, aufgrund der Veränderungen, die ich versucht habe darzustellen, wo die Unternehmen aus der Komfortzone raus müssen, sag ich mal, weil alles exponentiell sich jetzt verändert, dass dieser vermeintlich teure und blaue Block letztlich, der versucht wird, ja hier zu reduzieren, dass der auch mehr wird, sozusagen, dass die Dinge, die bekannt sind, gegebenenfalls ja, vielleicht auch weniger werden und auch viele neue Themen da auf die Unternehmen einprasseln, sodass sie eigentlich gezwungen sind, genau diese Richtung zu gehen, um die Kosten ja vielleicht auf dem Level langfristig auch zu halten, wo man gerade ist. Definitiv. Und das ist ja genau das Beispiel, was die Frau Stammler auch in der Einleitung gesagt hat. Nämlich die armen Kollegen im Callcenter, die werden eben mit immer kürzeren Produktlebenszyklen, immer geringeren Losgrößen. Ich meine, wir reden inzwischen von Anlagen bei Losgröße 1, auch die Techniker draußen konfrontiert. Und natürlich kann dieses Wissen gar nicht so schnell dahin fließen. Und genau darin besteht natürlich, die Herausforderung, genau diesen Themen zu begegnen. Absolut. Absolut. Und wenn man sich anschaut, wie wir diesem Problem begegnen, was Sie hier in Grau dargestellt sehen, das ist genau das. Und da kommen wir auch zu dem zweiten Stichwort, was der Herr Henkes gesagt hat. Deswegen fand ich das eine sehr gute Überleitung, nämlich das Thema Plattform. Wir bedienen uns hier der Salesforce-Plattform, die eine ganze Reihe von sehr, sehr hilfreichen Funktionalitäten rund um das Thema Kundenzentrierung, Service Management mitbringt in der Service Cloud. Und betten letztendlich unsere Expertise, nämlich die richtige Information zur richtigen Zeit an den richtigen Teilnehmer zu bringen, hier entsprechend nahtlos in dieses System ein. Nämlich sei es auf der einen Seite die Möglichkeit, wir nennen das Service-Prozeduren, also über vordefinierte Abläufe, entweder Schritt für Schritt, aber auch dynamisch sich einem Problem zu nähern, also zum Beispiel einem Callcenter-Agent auch einen Gesprächsleitfaden vorzugeben.
um den Kunden letztendlich ganz gezielt danach zu fragen, während er dieser Diagnosephase, dieser 80% der Zeit, um da entsprechend auch die Zeit zu sparen. Und auf der anderen Seite auf das vorhandene Wissen, nämlich die Inhalte, die Informationen, die Dokumente, auch die Cases in Salesforce zum Beispiel zuzugreifen, um daraus letztendlich die relevanten Informationen herauszuziehen. Also hier geht es dann eher um das Thema semantische Technologien, Textmining, Analyse und das in Kombination eingebettet in diese Salesforce Service Cloud, die bringt letztendlich den Mehrwert. Aber bevor ich jetzt ein bisschen weiter in der Theorie erzähle, würde ich vielleicht lieber an die Frau Stammler abgeben, dass sie uns einfach mal zeigt, wie das so live aus Sicht eines Agenten so aussehen kann. Ja, gerne. Eine Frage noch, ganz kurz. Ich glaube, das ist ein gutes Thema, auch um den Unternehmen zu zeigen, dass man ja auch Zeit und letztlich Geld einsparen kann, sich um die Serviceprozesse zu kümmern, weil diese Zeit sollte man ja heutzutage eigentlich auch nutzen, um vielleicht neue Einnahmequellen zu suchen, neue Geschäftsmöglichkeiten auszuloten, weil Stillstand ist heutzutage ganz, ganz schlimm und wird ja vielleicht sogar mit Marktaustritt bestraft. Das heißt, die Zeit und das Geld, was man hier gewinnt, durch die Automation, durch die integrierte Automation, die Intelligenz, die dahinter steckt, die sollte man eigentlich nutzen, um sich ja eigentlich wichtigeren Dingen zu widmen. Ganz genau, das ist der Punkt. Und wie Sie schon gesagt haben, letztendlich die Unternehmen, denen das schon bewusst ist, dass sie möglichst schnell als langsam diese Komfortzone verlassen müssen, die sind eigentlich die Vorreiter, weil die anderen, die erst nach letztendlich gezwungen werden, das zu tun, für die wird es dann wahrscheinlich zu spät sein. Ganz, ganz klar. Ja. Ja, dann lassen Sie uns doch mal direkt in das System reinschauen. Genau, wir finden uns jetzt hier in der Service Cloud von Salesforce. Im einen oder anderen von Ihnen ist das vielleicht auch schon bekannt, gerade den Kollegen, die eventuell schon die Service Cloud nutzen. Sie haben hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ich bin jetzt in dem Bereich der Kundenvorgänge, also der sogenannten Cases, wo es wirklich darum geht, die ankommenden Anrufe beispielsweise oder in Form auch von Mails zu verwalten und eben diesen Kundenvorgang denn letztendlich auch in der Service Cloud von Salesforce zu erfassen. Das funktioniert ganz einfach in Form von einem Template, wo der Callcenter Agent beispielsweise verschiedene Daten und verschiedene Informationen hinterlegen kann. Sie haben die Möglichkeit, hier die Daten des Kunden eben zu hinterlegen oder auch auf die Kundendatenbank zurückzugreifen. Und Sie haben eben auch hier die Möglichkeit, genau zu beschreiben, was überhaupt das Kundenproblem ist. Ich habe das schon mal hier vorbereitet anhand von einem Kran von der Firma Hirschmann, wo sich ein Kunde eben gemeldet hat und gesagt hat, er hat ein Problem mit seinem Lastmomentenbegrenzer. Es tritt immer wieder ein Errorcode auf und das Produkt kann nicht weiterhin genutzt werden. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, dann sind wir hier eigentlich noch im Bereich der Service Cloud von Salesforce. Und wenn wir jetzt mal den Blick hier nach rechts nehmen, dann sehen wir eigentlich die Integration, die wir, also die M-Polis, anbietet. Das ist der Bereich Service Express for Salesforce. Wir integrieren uns hier nahtlos in die Oberfläche von der Service Cloud, sodass der Callcenter Agent selbst eben auch die Möglichkeit hat, aus seiner vertrauten Umgebung herauszuarbeiten. Es werden hier verschiedene Informationen angezeigt. Die Sidebar oder diese Ergebnisliste wird angetriggert von den Informationen, die der Callcenter Agent hier eingestreut hat. Im Moment sehen Sie beispielsweise hier verschiedene Salesforce Cases, die beispielsweise andere Kollegen angelegt hatten und die eben genau eine passende Lösung beispielsweise für diesen Fall bieten würden. Sie haben aber auch die Möglichkeit, auf andere Dokumente zuzugreifen. Das können beispielsweise PDF-Dokumente sein, das können Bilder sein, das können verschiedene Dinge sein. Diese Informationen, die sind über eine beispielsweise externe Datenquelle angebunden, also liegen in Ihrem Unternehmen außerhalb von der Service Cloud auch Informationen oder Daten, beispielsweise Benutzerhandbücher, dann greift unsere Lösung Service Express for Salesforce darauf zu und zieht eben diese Daten in diese Sidebar und stellt die dort dem Callcenter Agent oder natürlich auch dem Feldtechniker draußen zur Verfügung. Ich würde Ihnen jetzt mal ganz gerne kurz eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigen, die sicherlich gerade für Kollegen sehr interessant ist, die beispielsweise noch nicht so lange im Unternehmen tätig sind. Auch die haben wir hier integriert. Ich habe hier mal eine Service-Prozedur, so bezeichnen wir die hier bei uns, die wir uns doch mal näher anschauen können. Die öffnet sich nun in einem zweiten Tab
Sie haben die Möglichkeit, wieder zurückzugehen. Hier finden Sie wieder, wie bereits eben gesehen, die ganzen Ergebnisse. Oder Sie haben eben auch die Möglichkeit, direkt in so eine Serviceprozedur, also in eine Schritt-für-Schritt-Anleitung einzusteigen. Und was jetzt hier ganz interessant ist, ist, dass jetzt eigentlich die erste Frage, die gestellt ist, überhaupt erstmal nachfragt, naja, was für ein Errorcode wird denn da eigentlich angezeigt? Und so kann natürlich auch der Callcenter-Agent direkt nachfragen, lieber Kunde, welcher Errorcode wird angezeigt? Und kann eben so zum Ergebnis gelangen. Hier haben wir nämlich eingegeben Errorcode und das triggert im Prinzip auch direkt diesen Entscheidungsbaum und startet direkt an der richtigen Stelle mit der Lösung. Hier unten sehen Sie die verbliebenen Lösungen, also praktisch die passenden Lösungen. Wenn wir natürlich jetzt einen Mitarbeiter haben, der vielleicht erst neu eingestiegen ist, der wird sich jetzt eher durch den Entscheidungsbaum durchklicken und eben durch die Auswahl verschiedener Informationen versuchen, eben die Ergebnisse weiter einzugrenzen. Wenn ich jetzt hier beispielsweise E05 auswähle als Errorcode, sehen Sie, dass die Anzahl der verbliebenen Lösungen auch sich schon deutlich von 10 auf 6 reduziert hat. Ein erfahrener Kollege würde jetzt eventuell direkt hier hinklicken und hätte die Lösung schon parat, ohne den Baum weiter zu durchlaufen. Und wenn wir jetzt eben sehen, dass wir sagen, okay, das ist anscheinend die richtige Lösung, um diesen speziellen Kundenvorgang zu lösen, dann können wir eben auch ganz einfach sagen, wir hängen diese Lösung direkt an den Kundenvorgang an. Das ist im Prinzip hier der Bereich Solutions in Case. Sie können hier direkt in der Sidebar auswählen, Link to Case. Der Case wird direkt angehangen und befindet sich nun direkt hier im Kundenvorgang, sodass eben auch die Kollegen später, beispielsweise wenn sie die Salesforce Cases durchsuchen, direkt diesen passenden Case mit der integrierten Lösung finden können. Genau, also das ist das soweit, was ich Ihnen mal für einen ersten Einblick gerne zeigen möchte. Ich denke, das zeigt nochmal ganz, ganz gut, wie wir uns hier wirklich integrieren in die Sidebar von der, in die Service Cloud von der Salesforce über die Sidebar und wie eben ein Feldtechniker oder eben auch ein Callcenter Agent sich durchnavigieren kann, um die passende Lösung für einen Kundenvorgang zu finden. Ich hätte dazu mal eine Frage. Was für Zugriffsmöglichkeiten gibt es da für die User? Gibt es auch entsprechende Apps, um das dann an Ort und Stelle auch direkt vielleicht mit einem anderen View als Zugriff zu haben? Also bei der Lösung ist es so, dass der Kollege beispielsweise, der jetzt draußen ist, bei dem Kunden draußen, natürlich auch die Möglichkeit hat, beispielsweise diese Integration direkt auf einem Tablet zu nutzen, um dann eben auch an der Maschine direkt die passende Lösung eben zu finden. Also die Empolis-Lösung, das ist quasi wie eine eigene App im AppExchange. Wir sind bei Salesforce auch als ISV gelistet. Und an der Stelle installieren Sie die App, Sie integrieren sie und im Grunde jedes UI, was Sie von Salesforce letztendlich bekommen, also sprich auch die Salesforce One zum Beispiel, würde dann einfach dieses App verwenden, um dann auch auf jedem Device die Informationen zur Verfügung zu stellen. Okay. Ich würde vielleicht ganz gerne an der Stelle nochmal darauf eingehen, weil ich habe eben schon drei Stichworte genannt. Einmal Salesforce Knowledge, einmal Salesforce Einstein und einmal Salesforce Flows. Warum eigentlich eine Empolis? Weshalb macht es Sinn, hier an der Stelle eine Empolis-Lösung zu integrieren? Und ganz klar, unsere Value Proposition an der Stelle ist es, dass wir genau diesen Weg vom Problem zur Lösung durch unsere Erfahrungen, durch unsere Technologien und Produkte, die wir einsetzen und das wir eigentlich schon eine ganze Zeit lang machen, dass wir genau diesen Prozess hervorragend abdecken. Das heißt, das, wo Salesforce ganz klar sehr stark ist und wo wir auch, wenn wir jetzt zum Beispiel außerhalb von Salesforce andere Kundenprojekte im Umfeld Service gemacht haben, sind wir immer in der Situation, wir müssen ein Ticketsystem anbinden, wir haben es in der Regel mit einem CRM-System zu tun, wo Kundendaten herkommen und genau das liefert uns eigentlich Salesforce zurück. Das heißt, einmal auf der einen Seite diesen Omnichannel Approach, wir müssen uns nicht speziell um die verschiedenen Medien kümmern, wo kommen eigentlich die Informationen her? Kommen die jetzt über einen Bot rein oder kommen die per Mail rein oder sitzt da tatsächlich noch jemand am Telefon? Das wird ja auch immer weniger. Das heißt, hier hat Salesforce eine hervorragende Abdeckung, genauso wie diese 360-Grad-Kundensicht. In dem Moment, wo der Kunde anruft, wissen wir eigentlich schon sofort, welche Produkte setzt er ein, in welchem Zustand sind die, wann gab es die letzten Updates, wann gab es den letzten Service und so weiter und so fort. Wir haben die Knowledge Base, das heißt eine sehr, sehr gute Möglichkeit, innerhalb von Salesforce Informationen abzulegen und zu verwalten. Sie haben es gerade gesehen, die Lightning-Konsole, Lightning als neues UI
Interface für Salesforce. Wir sind da 100% eingebettet und kompatibel. Natürlich mächtig stolz, einer der ersten zu sein, die das tun. Und wir haben die Communities, das heißt das ganze Thema Chattergruppen und die Möglichkeiten, die mir an der Stelle Salesforce bietet. Das heißt, die Plattform, die Umgebung ist eigentlich ideal für uns. Was ergänzen wir an der Stelle? Das Thema Semantik, das heißt, wir erkennen den Kontext. Nochmal das Thema sehr, sehr wichtig, genau wenn man diesen Prozess optimieren möchte. Wir können strukturiert Schritt für Schritt Diagnoseanleitungen vorgeben. Wir können die, wie Frau Stammler eben gezeigt hat, auch überspringen für Experten. Die müssen das nicht unbedingt tun. Und ganz wichtig, wir haben rollenspezifischen Zugang zu Informationen. Das heißt, im Grunde möchten wir doch gar nicht, dass der First-Level-Agent etwas sucht. Wenn die Information nicht ad hoc da ist, dann sollte er lieber weitere Cases abarbeiten und es an die nächste Stufe eskalieren. Das heißt, wir können ganz gezielt Informationen ein- oder ausblenden. Und wenn Sie jetzt in Richtung Self-Service denken oder Chatbots, Sie könnten genau exakt dieselben Informationen nehmen, die der Agent in so einem Ablauf bekommt und damit zum Beispiel ein Chatbot die notwendige Intelligenz zu steuern. Und ganz wichtig, wir protokollieren, wir verfolgen letztendlich genau die Prozesse, die in diesem System ablaufen. Und können damit mit unserer Analytics genau daraus lernen, um Prozesse auch zu verbessern, um etwaige Fehlinformationen zu identifizieren, um Hinweise zu geben, dass man möglicherweise nochmal genauer nachschauen muss, wo man so eine Prozedur ändert. Das ist genau die Wertsteigerung, die wir durch unsere App in dieses Universum mit reinbringen können an der Stelle. Und das kann man rechnen, das kann man sehr gut rechnen. Ich gebe Ihnen hier letztendlich, Durchschnittswerte an. Im Grunde, das ist wirklich so eine Daumenregel, dass man sagen kann, Kunden, die so eine Lösung einsetzen, sind in der Lage, etwa 30% Kosten zu reduzieren und mindestens in einem Jahr eigentlich sogar weniger ihren ROI zu erzielen. Die anderen beiden KPIs, und man sieht schon, vielleicht widersprechen die sich sogar, und teilweise haben wir Kunden, die sagen, mir ist es gar nicht so wichtig, die Average Handling Time zu reduzieren, sondern mir ist es viel wichtiger, dass ich an erster Stelle ein Ticket löse, und auch wenn das der Vorgang dann vielleicht 20 Sekunden länger dauert, das erhöht meine Kundenzufriedenheit. Viel entscheidender ist aber dieser Mittelwert, der besagt, dass letztendlich viel, viel mehr Aufgaben im First Level erledigt werden können und damit der Second Level natürlich deutlich entlastet wird. Das sind KPIs aus verschiedenen Kundenprojekten im Umfeld Service und Callcenter, die wir bereits realisiert haben. Jetzt haben wir gerade sehr stark über das Thema Service Express und Salesforce gesprochen. Das heißt, an der Stelle, wo ich einen Case habe, der Henk ist jetzt auch schon gesagt, wenn man das ganze Thema, wo entwickelt sich eigentlich der Trend hin und worum geht es eigentlich? Und Automation fängt letztendlich bei den Maschinen und bei den Geräten an. Und dann sind wir relativ schnell auch am Thema IoT. Das heißt, ich habe immer mehr Anlagen, immer mehr komplexe Systeme, die mir sehr, sehr viele Daten und Informationen erzeugen. Wir haben da bei Empolis noch eine zweite Applikation, nämlich die Diagnose-Applikation, die genau auf Basis dieser Big Data-Informationen, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, von Sensoren, von verschiedenen weiteren Anlagen, diese Informationen auszuwerten und dann zum Beispiel auch Fehler vorherzusagen. Also auch wieder das Thema, wie kann ich aus Informationen Fakten extrahieren, um daraus letztendlich dann Handlungen abzuleiten oder Entscheidungen abzuleiten. Genau das machen wir mit Service Diagnostics. Und auch das ist eine App, die wir ins Portfolio übernommen haben. Das heißt, hier sind wir in der Lage, aus so einem IoT-Szenario die sogenannten Salesforce Cases zu erzeugen, die wir dann wiederum mit Salesforce-Infrastruktur, das heißt diese hellblauen Blöcke, das kommt alles von Salesforce, über deren eigenes Statusmanagement wiederum als Case letztendlich zu beschreiben, die dann wiederum natürlich über unsere eigene Lösung aufgelöst werden können. Das heißt, das Gesamtbild für eine Empolis, wo positionieren wir uns eigentlich? Ganz klar, da, wo es um komplexe, viele Informationen geht, eine Analyse vorzunehmen, eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen und letztendlich dabei zu helfen, dann dem Problem Herr zu werden. Das ist so das gesamte Spektrum. Ja, ich denke, das ist auch nochmal so ein, nochmal ein ganz guter Abschluss, wenn ich jetzt noch ein paar Worte zu Empolis selbst mal sage. Das ist unsere letzte Folie für heute. Wir sind ein Unternehmen, das jetzt bereits 30 Jahre am Markt unterwegs ist. Wir haben vor allen Dingen Erfahrungen im Bereich Content Management und auch Wissensmanagement. Ich denke, das haben Sie jetzt auch gesehen.
anhand unserer Einleitung und auch anhand unseres Produktportfolios. Vor allen Dingen auch die Themen künstliche Intelligenz finden sich halt einfach auch in unseren Produkten wieder. Wir haben ja zurzeit ca. 200 Mitarbeiter, stark wachsend, wobei das Headquarter in Kaiserslautern ist, wir aber auch noch weitere Standorte in Deutschland haben. Und wenn man jetzt nochmal nach draußen schaut an den Markt, dann ja, haben wir aktuell ja über 500 Installationen, die sich dann eben auch auf 620.000 User verteilen und wir erreichen mit unseren Lösungen eigentlich bis zu 34 Millionen End-User weltweit. Ich würde ganz gerne abschließen mit ja, unserer Vision und Mission, die wir auch hier bei M-Polis leben. Und zwar sagen wir, dass niemand mehr falsche Entscheidungen treffen muss, weil wir ja unseren Kunden helfen, die richtigen Informationen zu nutzen, um eben die richtigen Empfehlungen geben zu können. Also mit unseren Lösungen unterstützen wir Sie dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen in Ihrem Unternehmensalltag. Ja, das war es eigentlich soweit von meiner Seite. Nochmal ein paar abschließende Worte zu uns selbst, zu der M-Polis selbst. Und ich würde jetzt gerne die restliche verbliebene Zeit noch dazu nutzen, um ja nochmal auf Ihre Fragen zu sprechen zu kommen. Da würde ich jetzt direkt mal reinschauen. Ramona, darf ich kurz einmal zurückgehen noch, weil ich habe eine Frage direkt an Herrn Henkes, nämlich Sie sehen hier noch die Logos Expeton-Gruppe, Vorgänger, Organisation der ISG. Natürlich hätte ich da gerne ISG drüber, aber das zeigt letztendlich, wir sind prämiert worden, insbesondere als Big Data Leader im Bereich, auch im Bereich IoT. Und hier rechts würde ich natürlich auch nicht darüber hinwegkommen, genau dieses Thema zu zeigen. Wir sind im letzten Jahr, sind wir sehr, sehr stolz darauf, als Best Innovative Solution von Salesforce selber ausgezeichnet worden, haben wir einen Award bekommen für unsere Salesforce-Lösung.